die Slums Teil 2. Ich muss echt immer wieder sagen, wie schön das Spiel ist. Die Musik, die Atmosphäre. Einfach alles. Außenwendler. Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenwendler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Okay. Gut. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung, wir sehen uns in der Bar, Momo. Das muss der Code fürs Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Muss ich den jetzt eingeben? Hier ist das Schloss. Für das Fenster der Code lautet... es war ein H, glaube ich. Fehler. Falscher Schlüssel. Ups, nein, Fehler. Okay, wir versuchen es noch einmal. Und dann war es ein O oder war es ein 0? Schauen wir mal. Hä? Hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Bar ist. Auf jeden Fall nicht hier. Warte, da ist ein Schild. Okay. Rosé sprechen. Wenn alles so heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein? Oder? Die Zeit ist schon seltsam. Alter, nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen, für immer. Habe ich mit dem schon mal geredet? Ich habe gehört, dass der Tauschhändler noch sowas sucht. Ein Notenblatt? Ich spiele kein Instrument, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, ob ich den schon mal angesprochen habe. Die Bar. War das die Bar? Ne, das war nicht die Bar. Ah, hier. Hey, kleines Feldknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Oh, was für ein Monster. Von einem... Ah. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... warte, bist du das, Balthasar? Momo! Ich fass es nicht! Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Balthasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in Sicherheit.
wir haben einen Weg nach oben gefunden. Psch. Hallo? Hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Psch. Sehr gefährlich. Psch. Überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich fass es nicht. Spaltasar ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn Spaltasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei, dort wimmelt es von Zurks. Die werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders auf sie Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht, aber das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich hab dich gewarnt, deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Seasmus. Sein Vater, Doc, war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zugs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen, und kam nie wieder. Seasmus war seitdem nie mehr derselbe. Wahrscheinlich haben alle Leute eine andere Stimme als vorher, aber egal. Hör nicht auf Seasmus. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zur Außenwelt. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seasmus. Komm schon, folge mir. Ich finde Momo ziemlich sympathisch. Wie sie immer noch hier am Putzen ist. Okay, kennen wir schon. Komm schon, Seasmus, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns helfen wollte. Uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Seasmus. Er will nichts mehr von den Außenweltlern hören. Mir will er nicht helfen. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Ah. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeig es dir mal. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Seasmus ist hier. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt. Durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe.
Ich habe gehört, dass der Tauschhändler nach sowas sucht. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh, wow. Das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung? Aber wo? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Die Zeit wird es zeigen. Okay, I see it, ja. Nase, Asmus? Willst du jetzt mit uns reden? Dieser Code ist mir noch nie aufgefallen. Wie konnte ich ihn nur übersehen? Ich habe keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. Lass mal sehen. Schwieriges Rätsel. 2511. Boah, das war schwierig. Da ist ein Zurg in einem Machtglas. Mehrere Zurgs. Noch mehr Zurgs. Die Dinge sehen schon ein bisschen aus wie von Half-Life. Fällt mir gerade mal so. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zurgwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte. Aber einen Praxistest braucht er. Er ging nach draußen ins Slums und kam nie. Das muss schlimm sein. Beobachten. Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf grelles Licht. Das ist wohl wichtig zu merken. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zurgs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Okay, da ist nichts drin. Der Fluxor-Bauplan. Konzept. Lichtgestützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität. Aussehen, Größe, Dezibelausstoß. Hohe Priorität unter realen Bedingungen testen. Ziel: Vernichtung von 20 Zugs pro Sekunde. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Okay, bisher noch nicht.
wait. Doch nicht. Vielleicht in dieser Kiste? Aha. Hey, hallo. Kaputten Peils hinter mir. Ja, habe ich. Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um es herauszufinden, wo er hingegangen ist. Kann ich glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte? Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zurks, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir mit. Ich öffne dir die Tür. I think I know a person who can help us. Wir müssen zum Programmierer. Wir müssen den Peilsender reparieren, du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der uns hilft. Jetzt wieder die richtige Tür finden. Um zum Dings zu kommen. Elliot programmieren das unterste Schild. Wait, was ist das? Das ist die Tür. Ja, jetzt programmieren. Danke. Bye bye. Elliot, wir brauchen deine Hilfe. Danke für den Poncho! Bitte komm zu mir, wenn du etwas zu reparieren hast. Sorry, ich weiß die Stimme nicht mehr. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich kenne dieses Modell. Es ist ein Tohima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Lass mich mal sehen. Ich muss noch ein bisschen Updates machen, hier und da, Windows 11 installieren und noch eine Sache, voila! Reparieren also. Na bitte, Kleines, viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Das sollte jetzt gut funktionieren. Danke sehr. Gut. Haben wir? Dann geht's wieder raus. Wait. Zurück. Nee, warte. Momo ist doch hier. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Seasmus etwas Interessantes gefunden? Ist es eine dieser neuen Spielkonsolen? Die PlayStation 6. Gut. Der kann uns nicht helfen. Dann wieder zurück zu Seasmus. Wer ist das hier?
Dann habe ich ihn gesehen. Ja, Oxy. Schau dir all diese tollen Sachen an. In unserem Müllland. So viele Schätze. Mein Schatz. Du solltest mal eine Tauschhändler besuchen. Dort gibt es für jeden etwas. Ich habe gehört, der Tauschhändler hat Suchbox und was. Ein Notenblatt. Ich spiele kein Instrument. Was ist das für ein Ding? Wir brauchen immer noch eine weitere Energy-Drink-Dose. Seasmus. Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Aber, hallo. Du hast es geschafft? Du hast ihn repariert? Gut gemacht. Gib ihn her.